Servus, liebe Barbaren und Barbarinnen. Hier ist wieder euer Attaboom. Yeah. Und ich kämpfe gegen Bevorius. Hallo. Hi. Auf die Knie. Niemals. Und der stellt sich wieder vor den Kopf. Geh weg. Lass uns weitermachen. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Alles Beste uns. Und jetzt gehen wir den Fallenpass lang. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, hier kommt was rein. Und wir haben ein bisschen gegoogelt, aus Katzenfell kann man eine normale Tierhaut machen. Also normale brauchen wir also nicht. Ich muss schon sagen, sehr, sehr viele Fallen. Vielleicht hast du da Fallen, passt, weil Leute oben runtergefallen sind. Ach so, ja, das kann auch sein. Na super. Ah! Ich würde sagen, das ist ein Lama, aber das ist der Hut auf. Lamas mit Hüten. Hier ist ein Vogel. Quasi, habe ich gemeint. Hallo! Die haben wir eben schon gesehen. Die bringen unheimlich viele Federn, tatsächlich. Ja. Bleib doch mal hier. Ja, Federn für Pfeil und Bogen. Oh, Bambi stirbst. Varan. Ein Varan. Hier ist ein Vögelchen. Was Hm, ich macht? weiß. Wie macht das Vögelchen? Keine Ahnung. Moment, so. Das ist ein Wasservogel. Ja. Was? Oh, hier ist grüner. Oh. Gibt ja was anderes? Mehr Tierhaut. Noch mehr Federn. Wir sollten aber in die Richtung weitergehen. Wir wollten in die andere Richtung. Wir wollten Richtung woanders lang. Komm her, ihr du Kackvogel. Ich scheiß ins Nest. Der hat mir. Ich mach nicht so viel Damage. Ist ja Mehr klar. Waran. Mach dich platt, Waran. Wir waren halt Entschuldigung. ab. Wir müssen uns mal einen anderen Rhythmus einfallen lassen, dass wir tagsüber reisen. Ja, es stimmt. Wir sind schon. Ich bin wieder in die andere Richtung gelaufen. Arrrr. Da wir ja am Entdecken sind, werde ich die Tierhaut einfach wegschmeißen. Komm mal in meine Richtung. Da vorne ist ja diese Festung, wo ich gesagt habe. Nee, die du gesagt hast. Also, Da vorne ja. siehst du schon einen Teil davon. Ich komme in deine Richtung, das ist gut, ich weiß nicht, wo du bist. Siehst du mein Feuer? Ja, ich stehe neben dir. Ich hüpf hier, hinter dir. Oh. Siehst du, mein Feuer steht fast in mir. Also Feuer willst du, klar. Wir werden irgendwann, ist das nächste Biom dann, ne? Oder Richtung nächsten Biom. Wir wollten eigentlich dahin. Also, Ja, genau, da wollten wir hin. also nach andere Himmelsrichtung, nach Osten. Richtig. Aber das ist jetzt halt auch interessant. Ich habe eine Idee. Und zwar. Lass uns mal Büsche sammeln und eine Bettrolle machen. Ich habe einen dabei. Nicht. Wie heißen die Dinger denn? Und dann brauche ich noch zwei Stöckchen. Wo ist das Stöckchen? Stöckchen kriegst du aber nur zum beim Abbauen hier von den. Ja, manchmal liegen ja welche hier rum. Alter, viel zu viele Sachen. Ja, mein Gott, dann hau ich hier ein bisschen Holz. Ja, zack. Du hast keine Axt. Das hat ja super geklappt. Aber wenn wir jetzt hier weiterlatschen,
Das ist keine Stöcke. Ist irgendwo. Eine Axt hast du auch nicht dabei, ne? Eine Axt habe ich dabei. Nee, ich habe mit meiner Pickaxe. Das kann... ist aber ein Gepard, oder? Hallo! Das ist Leopard. Oder? Leopard. Nee, Gepard. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Gepard und Leopard? Katzen. Oh ja, aber was? Alter, shit. Auch Stöckchen. Ja, warte, dann baue ich dir halt schnell was ab. Holz, Holz, Ast. Ast vor allen Dingen, Ast. Iss und vergiss. Erstmal das Chitin wegschmeißen. Brauch kein Schwein. Was soll ich? Das will ich. Aber die Rinde brauchen wir auch nicht mitschleppen. Fasern nicht. Das Mumufell nicht. Ja, und kann weg. Zehen kann weg, die Ranken können weg. Das sind alles Sachen, die wir bei uns vor der Haustür haben. Ja. Wo wollen wir es jetzt nicht stellen? Vielleicht hier? Ich würde sagen hier, ja. Warte mal ganz schnell. Also Müll hier ins Wasser schmeißen. Umweltverschmutzer! Warte, hier. La 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 la. Da 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 da. Ich habe die Bettrolle in der Hand. Da kannst du die Dinger nicht wegschieben, ja, voll geil. Lol, da vorne ist jemand mit einem Eisenschild. Hallo! Darf ich mal mein Schwert in dich reinstecken? Das klingt verwerflich. Ja, stimmt. Ist mir dann auch eingefallen, als ich das gesagt habe. Ups. Das habe ich sogar durch sie durchgesteckt. Soll ich gleich niesen? Entschuldigung. Also der hat aber echt keine Tinte auf dem Füller, der Typ. Neandertaler! Wer ist schon tot? Deckschrubber Zuflucht. Überstanden Dreckschrubber. Na, nochmal hochklettern. Okay. Ach, da war das. Wow! Und hier nochmal her. Aus. Und Zimmermann! Das ist, wo man zweier Zimmermann weggehen können. Was ist denn hier los? Und alles so viel Tinte auf dem Füller, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Was ist denn hier noch alles? Keine Kisten, ist das euer Ernst? Mann, was seid ihr für ein armes Volkchen? Es lohnt sich ja gar nicht, euch auszurotten. Na, Großer. Ja, komm doch gleich. Ja, dich habe ich jetzt zwar nicht gemeint, aber ja. War, dass man die Fässer nicht aufmachen kann oder so. Ja, das stimmt. Aber hier ist nochmal Tiger, Puma. Hier ist eine Kiste. Da haben wir 6-mal Kohle drin. Da haben wir 5 Barren drin. Gewürztes Teilchen 2-mal. Schwefel. Und Gewürzteilchen lohnt sich ja total. Auf einem geschenkten Maul schaut man sich das Gaul. Nee. Was? Ich hab mich versprochen, ja und? Ja, passt schon. Kein Problem. Okay, hier ist ein Teufel. Ja, weiß ich. Das hat sich echt nicht gelohnt, ne? Nee, hat sich auch nicht. Okay, was haben wir denn hier alles? Bist du hochgegangen? Wo lang gegangen? Oder wo bist du? Ich gebe dir mal die Koordinaten und zwar bin ich bei 1834, 884.
Was denn hier? Der Kreuzweg. Ich will mal hier hochgehen. Ja. Noch keine Ausdauer mehr. Der Gepard. Bootes Rast. Okay. Also, das sieht so ein bisschen aus, als könnte hier so ein Boss-Gepard oder Boss-Leopard. Muss echt mal gucken, was der Unterschied zwischen den Viechern ist. Habe ich bis zur nächsten Folge gegoogelt. Mach doch Cortana. Das sagt sie mir aber nicht direkt. Hups! Okay, sehr erfolgreich. Ich hab's geschafft. Jump-Run-Meister! Oh, ich bin einfach zu fett. Ich hab keine Waffe noch gehabt. Okay, das mag natürlich auch ein ausschlaggebender Grund sein. LOL! Was ist das für ein geiles Gebiet? Da krieg ich ja richtig Gänsehaut. Aber was ist das für Bäumchen, ne? Ein Träumchen. Träumchen wären Träumchen. Sollen wir mal runtergehen? Ja, wir lassen mal zurückgehen. Zu spät. Warte mal. Yeehaw! Bisschen Eisen mitnehmen. Du bist runtergesprungen, oder wie? Ja. Dann ist schon wieder so ein Reptilienviech. Das, was wir ursprünglich für einen Nashorn gehalten haben. Wo auf der Karte sind wir denn jetzt eigentlich? Ah, okay. Wow, weil ich jetzt runter, hier ist ein Weg. Ah. Ganz runter gehen? Was zum Teufel bist du denn? Ach, das bist du, Arthur! Du, weil ich Hörner habe, bin ich kein Tier. Gut, ich wollte eigentlich chillen und habe mir viel ins Licht getreten. Ja, ein wildes Atter. Ja, ist halt echt so. Ich denke, was ist das? Ist das ein neuer Gegner? Das ist Sumpf. Hier ist Sumpf. Vorsicht. Oh, man versinkt hier. Alter, das macht so viel. Jetzt. Oh, ich kann reingehen. Oder? Nicht, oder nicht? Jetzt wieder so ein Punkt, wo wieder die Spannung ist. Steig, weil hier Krokodil ist. Nee, Decken, was ist hier? Was ist das? So, Ja, das ist definitiv. Da vorne sind neue Pflanzen. Ne, das sind keine neuen Pflänzchen, schade. Oh, hier ist ja so viel. Jetzt, wo ich keine Ausdauer habe! Sumpf. Sumpf der ewigen Träume. Davon hatten wir es ja eben. Boah, da oben hört sich's ganz böse an. Da will ich hin. Okay. Ich wollte nur gucken, wo du bist. Ach, schön, aber gefühlt. Okay, hier bist du. Leopard. Der Leopard. Stufenaufstieg. Nice. Bitte. Danke. Drecksvieh. Links oder rechts? Ich glaube, wir sollten mal links gehen. Guck mal auf die Karte ganz kurz. Hm.
Hier sind zumindest diese Drachenhund-Statuen. Whatever. Alter. Was ist denn das für ein geiler Ort? Also wer hat diese Treppen gebaut? Muss das ewig gebraucht haben. Ist echt so. Immer wach Auge. Immer wache Auge. Ja, scheiße. Aber gucken, wenn du das hast, ob hier irgendwelche Merkmale sind. Kein E. Lauf mal außen rum, aber ich glaube, hier ist tatsächlich nichts. Das ist echt traurig. Ich so ein schönes Gebilde hast hier und so, hier ist aber nichts. Ja. Dass du hier theoretisch mal einen NPC hinstellen hättest können oder sowas. Mhm. Das bietet sich eigentlich gerade an, da hochzugehen. Oh, hier kurz. Aha. War mal ein bisschen Zivilisation oder irgendwo. Auch mal ein paar freundliche Menschen. Oder vielleicht auch mal ein paar gezähmte Katzen. Ach, das mit den gezähmten Katzen, das kriegen wir hin. Los, Moschi. Und tschüss. Ich weiß nicht wieso, aber ich drücke immer voll auf R. So nachladen. Stimmt, ich auch. Oh, da vorne ist noch was. Oder? Ist das noch ein Baum gewesen? Ist das noch ein Baum? Da vorne ist was. Ein Baum. Nee, das sah eben so ein bisschen aus. Als wenn da so dieser Baum und dann so ein Höhleneingang darüber so Art Köpfe sind. Runter? Bin runter, ja. Wir kommen dann wieder zurück, da wo wir schon herkommen. Lass uns mal Richtung Norden gehen. Okay. Und wir wollen ja nicht wieder die Steppe zurück. Nee, natürlich nicht. Allee des Nordsterns. Wo bist du? Unten. Da wo? Koordinaten 1490, 464. Wo bist du weitergelaufen? Achso, quasi, ich bin jetzt bei der Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir gehen nach rechts, nach links statt nach rechts. Ah ja. Cool. Auch so eine Wurzelbrücke. Wurzelsuppe schmeckt schon auch nicht. Wollen wir mal runter gucken. Ich muss sagen, dass da irgendwas ist. Das ist wieder so ein Teaser. Leo-Tiger. Also Leo-Tiger. Also dafür, dass wir jetzt hier rumentdecken, verdammt wenig Nashörner. Ja. Darf nicht. Ah. Das hört sich interessant an, oder? Wenn ich das jetzt genauer zuordnen könnte, wäre das halt cool. Ich würde sagen, dass es vor mir ist. Was ist denn hier? Normaler Holzbaum. Ich bin wieder da mit diesem. Ja, bei diesem Sumpf, ich weiß. Dass hier auch bei den Bäumen nichts ist. Eigentlich schade. Ist eigentlich ein schönes Gebiet, wo man hätte was draus machen können. Nee. Oh, hier ist ja so ein Ja, hier sind einige. Lichtmaßhorn. Glaube ich, Gelblotusblüten, ja. Oh, jetzt noch mal nicht nass, ne? Ja, ich bin ja schon mal ein bisschen weiter gelaufen. Hier, hier Spinnen. Ah, lass die Spinnen sein. Die Spinnen. Ja, richtig. Ich greife mal eine an. Eine Blauspinne.
Hat die irgendwas anderes als die anderen? Chitin. Holz kann welch. Ach, komm schon. Also normale Spinnen. Oh, Heuschrecke! Ich bin 1723, 153. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich dachte schon, dass du hier hinten bist. Hier rechts ist so eine Art Heuschrecke. Ja, ich sehe es. Alter, was hat denn die für ein Maul? Ich würde da halt mal sagen, Hals, Maul. Ey. Wow! Wow! Was ist das denn? Warum bin ich jetzt tot? Uns hat dieses Nicht-Nashorn angecharged. Aber One-Hit? Ich habe keine Ahnung. Ich bin tot. Was? Das kann man, dem kann man nicht ausweichen. Alter Vater, da unten sind wir. Wir müssen ganz da hoch. Gut, Freunde, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt auch schon wieder 21 Minuten erreicht haben, ersparen wir euch diesen Laufweg. Ja. Du wurdest getötet durch reptilisches Monstrum, okay? Das Ding heißt aber reptilisches Monstrum. Ja, ja, also das war mal heftig. Das war wirklich... Also das Ding hat ja megamäßig Schaden gemacht. Okay, also ja. Die Dinger müssen wir halt immer auf Close Range halten, ansonsten stürmen die an. Ja. Also sie machen halt so eine Art Stampede. Ja. Krasser Shit, ey. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann smasht mal den Like-Button nach oben, schreibt gerne Kommentare, lasst uns was chaotisch Geiles da. Und ja, Link zu den jeweils anderen ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.